Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Hanfs, hier wieder mal mit mir, Phil. Ich bin der Gärtner von den Green Pioneers und wir gucken uns heute wieder ein Video zusammen an. Es geht um die Frage: Ist Deutschland bereit für die Legalisierung? Dazu gab es eine Talkshow bei Arte und die ist zwar jetzt mittlerweile schon 2 Wochen alt, ich habe sie aber immer noch nicht gesehen. Und das hat auch einen guten Grund. Ich saß nämlich mit in der Talkrunde, durfte da mitdiskutieren, mehr oder weniger zumindest. Ihr werdet später sehen, was ich damit meine. Da ich das selbst noch nicht gesehen habe, habe ich mir gedacht, wir gucken uns das jetzt einfach mal zusammen an. Dann kann ich auch noch ein paar Sachen zu den Punkten sagen, zu denen ich in der Show nicht zu Wort gekommen bin. Also, wir gehen rein. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Hanf und Cannabis interessiert, dann lasst mir doch auch gerne ein Abo da und verpasst die Videos in Zukunft nicht mehr. So, jetzt aber genug geschnackt. Ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns das Ganze mal an. Willkommen hier in Frankfurt im Kunstverein Familie Montes. Als die Arte Reh-Folge Wunderwaffe Hanf gedreht wurde im letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres, da war noch gar nicht klar, dass wir offenbar so kurz vor der Legalisierung von Cannabis hier in Deutschland stehen. Aus Hanf kann man viel machen, Kleidung, Öle, Seifen, das habt ihr alles in der Reportage gesehen. Ach, da bin ich. Hanfsorten machen uns aber auch einfach nur high. Und das sollen bald in Deutschland alle Erwachsenen, die da Bock drauf haben, ausprobieren können. Wir wollen heute schauen, was da auf uns zukommt, wie das laufen kann und ob Deutschland wirklich bereit ist für die Legalisierung. Viel Spaß! Ja. Gehen wir rein. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben natürlich viele tolle Gäste hier heute Abend auch wieder dabei im Saloon. Einmal an meiner linken Seite Erwin Röddel, du bist Mitglied des Bundestages. Ich feiere es einfach so, dass ich den ausgerechnet den Pollux irgendwie bei der Vorstellung von dem Röddel jetzt zeige. Als Politiker der CDU. Also weiter auseinander also können Positionen, glaube ich, nicht sein. Die bisher ja strikt gegen eine Legalisierung ist. Daneben Maurice Cabanes, du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Auch schon so ein kleiner Troll, dass der ernsthaft Cabanes heißt. Dr. Cabanes, der sich mit Cannabis bei Kindern und Jugendlichen ausdenken kann. Kann man sich nicht ausdenken. Klinik in Stuttgart. Du hast selbst mit Suchtpatienten zu tun, auch mit welchen, die an den Folgen von Cannabismissbrauch leiden. Darüber wirst du uns natürlich berichten. Dann mir gegenüber Maximilian Pollux, Moderator, Podcaster und Jugendcoach. Du hast selbst 10 Jahre im Gefängnis gesessen, unter anderem wegen Drogenhandel. Heute versuchst du, Jugendliche von Kriminalität abzuhalten und freust dich auf die Legalisierung von Cannabis. Dann daneben Dirk Heiden, nee, guck mal, jetzt haben wir Jens Moorherr, Entschuldigung, von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Du bist eher skeptisch, was die Legalisierung angeht. Daneben Dirk Heidenblut von der SPD. Du bist da wahrscheinlich etwas optimistischer. Dein Parteigenosse und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der hat sich in letzter Zeit ja das Projekt Legalisierung ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Und im Publikum begrüße ich auch noch ganz besonders Anna Orlova. Du bist Moderatorin und Hanf-Fan. Und Philipp Gärtner, der mit seinem Start-up Nutzhanf in Hessen anbaut und verarbeitet. Schön, dass ihr alle da seid. So und natürlich sieht's aus. Auch also ich muss sagen, ich finde die Zusammenstellung der Talk-Teilnehmer extrem geil, eben weil sie auch sehr divers ist. Also man hat wirklich aus allen möglichen verschiedenen Perspektiven irgendwie jemanden dabei. Man hat die Anna dabei, die das Ganze irgendwie so ein bisschen aus der KonsumentInnen-Sicht beleuchten kann. Wir haben den Max, der sich auch mit der Kinder- und Jugendarbeit auskennt, Leiter der Suchtklinik in Stuttgart, der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie war das dann, glaube ich. Und eben halt 2 aus der Politik, Bundestagsabgeordnete, darf man nicht vergessen, vor allem mit dem Dirk, auch einen Politiker, der ja de facto wirklich an der Legalisierung arbeitet. Auch die Stimme der Polizei in dem Fall ist wichtig. Hier hätte ich mir nur gewünscht, dass man vielleicht wirklich einen, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber dass man wirklich einen, vielleicht jemanden im aktiven Dienst hat, der das Ganze beleuchten kann, weil hier haben wir jetzt einen Vertreter von der Gewerkschaft der Polizei und die sind auch immer so ein bisschen politisch gefärbt, finde ich, was das Thema angeht. Da hätte ich mir irgendwie noch jemanden gewünscht, der dazu was aus der Praxis sagen kann. Aber insgesamt sehr geiles Setting und ich fand es von Anfang an spannend, diese ganzen verschiedenen Positionen zu sehen und man wird noch sehen, was sich daraus ergeben hat. Auch am Start Christina Forge, unsere Arte YouTube-Managerin.
Richtig, wir sind nämlich mit arte.de auch im Chat wieder mit dabei. Das heißt, stellt uns alle eure Fragen und teilt uns eure Erfahrungen mit. Das interessiert uns sehr und das werden wir hier in der Runde auch mit aufgreifen. Wir haben auch schon ein erstes Stimmungsbild von euch abgefragt in einem Community-Post. Und zwar haben knapp 70% der über 110.000 User und Userinnen dafür abgestimmt, dass eine Cannabis-Legalisierung eine gute Sache ist. Klar. Benny 308 hat geschrieben, Alkohol ist auch erlaubt, also warum nicht? Und Skate Mytarian hat geschrieben, ja, bei strengster Kontrolle und ohne den Klischee-Kiffer-Hype. Es ist eine Droge, die man gut regulieren muss, um auch das wirtschaftliche Potenzial so gut es geht zu nutzen. Weiters hofft er, dass die Pflanze Hanf durch eine Legalisierung einen wahrlichen Rohstoffboom erlebt. Oh. Ja, und wir wollen natürlich jetzt auch gerne mal wissen, wenn ihr Bock drauf habt, das zu beantworten hier im Publikum, Fies. Wer von euch kifft denn ab und zu mal? Zwei, drei, ja, ne, vier, was soll fünf, ich sagen? Ne? Aber die Minderheit, Medizin. Aber so ein paar sind schon dabei. Anna, aber ganz kurz dazu, es ist, gehört natürlich auch ein bisschen was dazu, im Fernsehen quasi die Hand zu heben, ja, ich bin Kiffer, ne? Also man darf nicht vergessen, wir sind in Deutschland immer noch in der Kriminalisierung drin. Ich glaube, später hat es Max oder so auch schon noch mal angesprochen, aber es ist halt einfach de facto so, dass man sich das im eigentlichen Fall gar nicht leisten kann, im Fernsehen zu sagen, ich bin Kiffer. Also ich meine, diese Folge jetzt, die haben, glaube ich, aktueller Stand irgendwas um die 280.000 Leute gesehen. Ne? Wenn du irgendwie deinem Arbeitgeber gegenüber Rechenschaft schuldig bist und so, gehört ein bisschen was dazu, sich da zu melden. Aber ja, geil. Machen wir weiter. Habe ich schon als Hanf-Fan vorgestellt. Vielleicht kannst du uns alle mal ins Boot holen. Es soll ja auch Menschen geben, die das noch nie probiert haben. Wie fühlt sich das denn an? Kommt drauf an. Entschuldigung. Das war übrigens, ich muss noch mal kurz unterbrechen, sorry. Aber das war übrigens genau die Situation, die ich am Anfang angesprochen hatte, weil es so ist, dass alle Teilnehmer, die oben auf der Bühne quasi sitzen, die hatten alle ein Mikro angesteckt, ne, konnten jederzeit reden und gerade später, wenn diese Diskussionen hitzig werden, war das voll schwer, überhaupt sich da Raum zu schaffen. Und Anna und ich hatten noch das Problem, dass wir quasi im Publikum noch gesietet waren als ja, externe Expertin, weil das sonst irgendwie da zu, ja, wahrscheinlich irgendwie zu voll gewesen wäre, wenn man die alle auf der Bühne da platziert hätte. Und unser Ton musste quasi geangelt werden. Das heißt, ich musste mich melden wie in der Schule, wenn ich was sagen wollte und ihr werdet es schon später merken, das ging mir teilweise wirklich hart auf den Sack, um es mal beim Namen zu nennen, weil man in dieser Diskussion sich einfach irgendwann Raum schaffen musste. Die Anna hat das sehr brachial gemacht, fand ich auch richtig gut, richtig geil, wie sie sich da durchgesetzt hat. Aber ich habe mich da in der Position einfach nicht so gesehen, zu laut zu werden, weil ich ja auch gerade irgendwie so als Experte für Anbau etc. dabei war. Und da habe ich es einfach nicht gesehen, mich auf diese Art und Weise durchzusetzen. Deswegen habe ich einfach auch nicht viel Redeanteil bekommen. Das finde ich sehr, sehr schade, aber deswegen machen wir jetzt hier die Reaction. Es kommt natürlich darauf an, ob man es zum ersten Mal probiert oder ob man es konsumiert. Ich bin ein Konsument, für mich fühlt sich das wahrscheinlich anders an als für jemanden, der es das erste Mal probiert. Und dazu kommt noch, dass ich ein sehr hyperaktiver Mensch bin und eigentlich gar nicht im normalen Leben es schaffe, zur Ruhe zu kommen, also körperlich und geistig. Also würde ich auch da sagen, dass es auf mich etwas anders wirkt als vielleicht auf jemanden Normales. Ja, Anna hat auf jeden Fall eine krasse Energie. Du konsumierst jeden Tag. Ja. Ja. Und würdest du sagen, dass man das mit Alkohol auch vergleichen kann? Das ist mit keinster Weise mit Alkohol zu vergleichen. Das eine ist, sorgt dafür, dass du vielleicht mal lieber auf der Couch bleibst und dir einen Film ranguckst. Und das andere sorgt dafür, dass du bei mir persönlich aggressiv wirst, Sachen sagst, die du nicht so meinst. Also ich finde, beim Alkohol kommt immer so der schlimmste Charakter zum Vorschein. Und das kann ich mit Gras auf gar keinen Fall vergleichen oder gleichstellen. Also es ist ein globaler Unterschied. Aber hast du auch Negativerfahrungen gemacht? Global. Also bist du auch mal abgestürzt, weil du zu viel geraucht hast? Also Negativerfahrung, meine persönliche Negativerfahrung von früher ist das Thema Finanzielles, also Gras zu finanzieren. Natürlich gab es auch mal Momente, wo ich mir dachte, okay, das mache ich jetzt nicht, weil dafür rauche ich lieber ein. Und so eine Gedankenwege, wenn ich jetzt so rückwirkend darüber nachdenke, könnten für Jugendliche gefährlich sein, dass man vielleicht auf andere Sachen verzichtet und stattdessen raucht. Aber da liegt das auch in der Hand der Eltern, wie man die Kinder erzieht, für was das Kind sich dann am Ende des Tages entscheidet oder beziehungsweise der Jugendliche oder der Mensch. Ich habe von meinem Zuhause
Ich so super seriös im Hintergrund. Übrigens noch eine kleine witzige Anekdote. Ich habe Anna da kennengelernt und bin vor der Show auch zu ihr draußen, habe ich zu ihr auf die Treppe gesetzt und sie gesagt so, hey, ich sitze hier auch in der Talkrunde, wir sitzen später zusammen wohl drin. Sie kam auch ein bisschen später, hat die Soundprobe verpasst gehabt und es war saugeil. Ich habe mich halt auf Anhieb schon ganz gut mit ihr verstanden und dann hat sie so gesagt, boah, ich bin auf jeden Fall da sehr emotional, aber ich kann überhaupt gar nichts mit Zahlen und Fakten. Dann habe ich sie angeguckt, habe gesagt, keine Angst, dafür bin ich da. Ziemlich nice. Aber ich fand's, ich hab's richtig gefeiert, dass sie irgendwie so als Stimme dabei war, dass sie sich auch so eingebracht hat, so durchgesetzt hat. Auf jeden Fall cool, dass sie dabei gewesen ist. Also eine gute Erziehung genossen. Ich habe mich bis jetzt in meinem Leben immer richtig entschieden, so dass ich heute hier als Konsumentin sitzen darf. Also. Ja, spannend. Kommen wir auf jeden Fall mal wieder zurück. Abgeschlossen. Maurice. Jetzt hat Anna gesagt, Alkohol und Cannabis kann man nicht vergleichen. Wie siehst du das? Ist Cannabis gefährlicher vielleicht auch als Alkohol in deiner Wahrnehmung oder wie würdest du das sagen? Also ich muss sagen, dass ich die Diskussion immer schwierig finde. Ich kann nachvollziehen, dass man im Rahmen dessen, dass man sich da austauscht, dass man versucht, Argumente für oder gegen die Substanzen zu bringen. Gleichzeitig gibt es einfach unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Menschen möchten unterschiedliche Dinge konsumieren und zu sich nehmen und die nutzen. Dankeschön. Und bei dem einen wirkt die eine Substanz so, bei dem anderen wirkt sie anders. Mhm. Und deshalb suchen sich Menschen auch unterschiedliche Substanzen. Also ich würde das nicht über einen Kamm scheren wollen. Es gibt Leute, die können entspannt sein mit der Name. Mit Alkohol, es gibt Leute, die können aggressiv sein mit Alkohol, es gibt Leute, die können mit Cannabis entspannt sein und auch können mit Cannabis aggressiv sein. Es geht eher, glaube ich, dahingehend, oder ist es wichtig zu gucken, was machen wir mit Menschen, die konsumieren und was machen wir mit Menschen, die vielleicht auch ein Problem damit haben zu konsumieren oder die kein Problem damit haben, als zu sagen, naja, das eine ist jetzt schlechter oder das andere ist besser und deshalb dürfen wir das eine machen und das andere nicht machen. Wenn wir in die Diskussion gehen würden, dann muss man sagen, dass die Regulierungen, die wir haben, grundsätzlich überhaupt keiner Logik folgen und im Grunde dessen ein ganz entscheidender Punkt ist, eher zu sagen, wie können wir Versorgungssysteme aufstellen, einerseits für Menschen, die da Unterstützung brauchen und wie können wir mit Menschen umgehen, die Substanzen konsumieren möchten, möchten wir die bestrafen und kriminalisieren oder möchten wir einen anderen Umgang, einen anderen gesellschaftlichen Umgang finden? Was würdest du denn jetzt sagen, wenn... Ja, also muss ich auch sagen, cool, dass der dabei war. Der hat sehr viel fachliches Wissen mitgebracht aus seinem Ressort, sag ich mal, und bringt hier auch gleich schon echt gute Argumente. Ich habe am Anfang gehört, als es so hieß, ja, okay, Leiter Suchtklinik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, da dachte ich tatsächlich, er wäre Kontralegalisierung, als ich ihn da auch in dem Rahmen kennengelernt hatte. Ich wusste ja auch vorher überhaupt gar nicht, wer da ist, bin da komplett reingegangen. Aber ich muss sagen, geil, dass er dabei war, weil der so viele gute Aspekte auch mit seiner Expertise untermauert hat. Das war richtig stark und er hat wirklich solide Argumente gebracht. Wenn wir jetzt alle ein Jahr lang Cannabis so konsumieren würden, wie wir auch oder wie viele Alkohol konsumieren. Das ist in der Gesellschaft komplett angesehen, das gehört dazu. Da wird man eher schief angeguckt, wenn man mal nichts trinkt. Also sagen wir jetzt mal zweimal die Woche. Was würde dann mit uns passieren? Dann würden mit uns ganz unterschiedliche Dinge passieren. Mhm. Es wären Leute bei uns dabei, die damit entspannt sind und gut umgehen können. Das sind Leute dabei, die das lustig finden. Es gibt Leute, die vielleicht auch eigene Dinge damit behandeln, wie Schmerzen oder psychische Traumata oder ähnliches und deshalb eine gewisse Funktionsfähigkeit erhalten. Und umgekehrt wird es Leute geben, die darunter vielleicht Depressionen entwickeln oder die zumindest Stimmungseinsprüche, Konzentrationsstörungen entwickeln oder die tatsächlich auch Psychosen entwickeln können. Also das wirkt bei jedem Menschen unterschiedlich und deshalb ist es immer wichtig, einzeln zu gucken, leidet jemand drunter, braucht er Unterstützung oder nutzt er es für sich eben als Genuss oder Rauschmittel. Aber welche Schäden können dann entstehen? Also wie hoch ist das Risiko? Also letztendlich gibt es diese alte Weisheit von Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Also wenn man eben sehr viel konsumiert, steigen Risiken. Wenn man eher selten gelegentlich konsumiert, sind die Risiken geringer. Man kann hier an der Stelle auch nochmal kurz sagen, das gilt natürlich auch nicht nur für Cannabis, sondern das gilt eigentlich im Prinzip erstmal für jede Substanz so grundlegend. Die Dosis macht das Gift, das Setting ist wichtig. Es sind einfach viele Faktoren, die damit spielen. Gleichzeitig gibt es auch die Situation, dass wenn man sehr früh anfängt mit dem Konsum, Risiken steigen, um es mal konkret zu sagen. Das ist ja immer das Argument, was in der Diskussion häufig dagegen gewählt wird, dass das Gehirn eben lange in einem Entwicklungsstadium ist und bis ins frühe Erwachsenenalter geht.
Tatsächlich ist es so, dass Cannabis wirkt eben an bestimmten Andockstellen im Gehirn, die für Cannabis zuständig sind. Wir produzieren selber, jeder von uns produziert Cannabis und das ist auch ganz wichtig, weil es im Grunde das... Ja, die sogenannten Endokannabinoide. Die Denkprozesse und den Ablauf im Gehirn im Gleichgewicht hält. Und das Risiko, was da ist, wenn man ein Überangebot an dem Cannabis-Wirkstoffen hat, dass man dann eben dieses Gleichgewicht aus der Bahn bringt. Und es kann aber genauso sein, dass das Gleichgewicht von vornherein schon aus der Bahn ist und durch den Konsum eben sich verbessert. Aber wenn man Risiken sagen will, gibt es Entwicklungsstörungen, gibt es Psychosen, Depressionen, gibt die Gefahr, dass man sich auch was antut im Rahmen dessen. Also ganz verschiedene Risiken, die aber bei anderen Substanzen auch da sind. Ich hätte hier auch eine Frage aus der Community. Und zwar kam unter unseren Community-Posts auch immer wieder die Frage, liegt das daran, dass das THC jetzt mehr wurde als in den letzten Jahren? Oder liegt das, hier zum Beispiel Synclive fragt... Geil, Pollux ist schon komplett fertig. Original 10 Minuten in der Talkshow und Pollux macht schon den Facepalm. Aber ist auch verständlich. Am Gras oder an den Stoffen, die der Schwarzmarkt gerne zur Gewinnoptimierung beimischt. Oder bei der herkömmlichen Konsummethode sogar um den Tabak rum. Also würde ich drei Sachen nennen, die da relevant sind. Also Streckstoffe sind immer problematisch und gefährlich, in ganz unterschiedliche Richtungen, aber immer schädigend im Grunde oder in den meisten Fällen schädigend. Das zweite ist, der höhere THC-Gehalt geht mit einer stärkeren Wirksamkeit einher und dann sind eben Risiken, die mit der Substanz verbunden sind, in gewisser Weise höher. Und das dritte ist aber, dass einem... Ja, das stimmt. Es gibt allerdings auch Studien, die zum Beispiel schon herausgefunden haben, dass es... Konsumentenverhalten eigentlich so aussieht, dass wenn ein Konsument oder eine Konsumentin ein Präparat bekommt mit einem höheren Wirkstoff, dann in der Regel sogar kleinere Dosen konsumiert. Könnt ihr auch mal reingucken, ich verlinke euch das mal oben in der Infobox. Ich habe ein Video gemacht zur THC-Obergrenze, da gehe ich auf genau diese Studie ein. Wenn euch das interessiert, klickt da mal rein. Oft gar nicht klar ist, wie viel ist denn da drin enthalten und man deshalb nicht gut beurteilen kann, ob man das verträgt oder nicht verträgt. Und deshalb ist zumindest die Information wichtig, wie viel ist denn da drin und dann kann man selber anfangen einzuschätzen, das ist etwas, was mir gut tut oder nicht gut tut. Also ein ganz klarer Grund für eine Legalisierung war das. Auf jeden Fall, ja. Anna, du wolltest da auch was zu sagen, glaube ich. Ich habe eine Frage zu Thema Psychosen, weil ich mich da nicht so gut mit auskenne, aber ich meine, ich habe gelesen, dass ein Mensch, der veranlagt ist, Psychosen zu kriegen, dass dann das Kiffen der Auslöser dafür sein kann, aber nicht direkt Kiffen die Psychose verursacht. Ist das richtig? Es gibt unterschiedliche Formen von Psychosen. Also wenn man das Erkrankungsbild der Schizophrenie nimmt, ist es so, dass verschiedene Menschen ein höheres Risiko haben, an einer Schizophrenie zu erkranken. Das ist ein sehr ausgeprägtes Bild der Psychose. Und das wird durch unterschiedliche Situationen begünstigt. Zum Beispiel sehr hoher Stress kann eine Psychose auslösen, aber eben auch Inhaltsstoffe, die im Cannabis vorhanden sind, aber auch in anderen Substanzen wie Kokain oder Amphetamin vorhanden sind, kann das Risiko erhöhen. Es gibt aber auch tatsächlich die drogeninduzierte Psychose. Das ist eine Erkrankung, die auch bei Medikamenten vorkommen kann. Zum Beispiel das Cortison hat ein Risiko, Psychosen auszulösen. Cannabis hat ein Risiko, Psychosen auszulösen. Das, was ich schon erwähnt hatte, Kokain, Amphetamine haben dieses Risiko, Psychosen auszulösen. Was man häufig denkt, ist LSD und Pilze, die haben eher nicht so ein großes Risiko, das auszulösen, Psychosen. Aber das, der Mann kennt sich aus. Das ist schon ein Erkrankungsbild, was man ernst nehmen sollte und was mir eben bei der Legalisierung auch sehr wichtig ist, dass man Versorgungsstrukturen schafft für Menschen, die es eben nicht vertragen. Aber ganz kurz, ich muss nochmal appreciaten an der Stelle, wie nice ist es denn, dass man sich mittlerweile auch in einem wirklich renommierten TV-Sender und in so einem Rahmen mal vernünftig über Drogen unterhalten kann und die nicht nur stigmatisiert und verteufelt werden, sondern indem man nüchtern gesagt werden kann, das sind die Risiken, das sind die Nebenwirkungen und so müsste man damit umgehen. Ich finde das mega geil, davon bräuchte es viel mehr und ich bin mir sicher, und das zeigt ja zum Beispiel das portugiesische Modell auch schon, dass wir da einfach ganz viel Leid von Konsumierenden lindern würden, wenn es so einen offenen Konsens gäbe, dass man sich überall und jederzeit so darüber unterhalten kann. Und die dann eben auch vielleicht rein durch das Cannabis auch eine Psychose bekommen. Tatsächlich ist es richtig, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Es ist komplex, aber man kann es sehr gut in der Klinik sehen. Menschen, die grundsätzlich jetzt kein erhöhtes Risiko für eine Schizophrenie haben, sondern rein vom Cannabis eine Psychose erhalten, dass die auch relativ schnell dann wieder weggeht. Wieder rauskommen, ja. Und das ist eben bei Menschen, die eine Schizophrenie als Risiko haben, da ist es natürlich das Risiko deutlich größer, dass ein längerer Behandlungsprozess dann auch notwendig ist. Können Sie uns vielleicht einmal kurz erzählen, wie so eine
Störung aussehen könnte? Also wie verhält sich dann ein Mensch, was passiert mit dem Menschen, wenn das dann von Cannabis oder von anderen Drogen kommt? Gerne, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich ist, muss man sagen, Psychose ein Syndrombegriff. Das heißt, da subsumieren sich viele Symptome darunter. Symptome bestehen vor allen Dingen darin, dass sich einerseits formale Denkstörungen entwickeln. Das heißt, dass man Gedankenabbrüche hat, Gedankenabreißen hat oder dass man sehr in Themen springt. Also nicht das, was jetzt dem Cannabis sonst zugeschrieben wird oder dem Alkohol, dass man sich nicht gut konzentrieren kann, sondern dass es sehr, sehr auffällig ist in einem Sprachkontakt. Das zweite sind die sogenannten Wahrnehmungsstörungen. Das ist das, was man häufig, glaube ich, hört, wo man berichtet bekommt, dass die Menschen Stimmen hören oder dass sie Geräusche wahrnehmen. Und das dritte sind die inhaltlichen Denkstörungen, dass die Menschen eine Art Wahn entwickeln können, Verfolgungswahn, das dann mit gewissen Ängsten verbunden ist oder eben Vorstellungen entwickeln, die nicht mehr der gemeinschaftlichen Realität entsprechen. Und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Es kann mildere Formen da sein. Das kennen vielleicht Menschen, die in der Gruppe konsumieren, dass es manchmal da jemanden darunter gibt, der dann verstärkt Ängste entwickelt und wo es ausreichend ist, die Person zu begleiten. Und dann gibt es aber leider auch Situationen, wo Menschen im Rahmen dieses Konsums Psychosen entwickeln, die sie selbst oder andere gefährden. Also wo dann diese Stimmen so ausgeprägt werden, dass sie gesagt bekommen, sie sollen sich was antun und dann sich von der Stimme vielleicht nicht abgrenzen können. Oder umgekehrt, dass man eben andere als feindlich wahrnehmen kann und dann gegen diese Menschen vorgeht. Und dann ist es meistens so, dass diese Menschen in die Psychiatrie gebracht werden, um sich oder andere zu schützen. Also das kann schon vorkommen und ist ein Risiko, was man aus der Diskussion nicht rauslassen sollte, sondern eher gut aufklären sollte, auch im Vorhinein vorbereiten sollte, was sind denn eigentlich die Folgen oder was kann passieren? Und dann ein ganz entscheidender Punkt, wo kann ich mich in so einer Situation hinwenden oder was passiert dann? Und dann, das ist an uns eben, Versorgungsstrukturen entwickeln, mit denen man sich auch identifizieren kann, die jetzt nicht nur als reiner Zwang empfunden werden oder ähnliches, sondern dass man eben gut begleitet und gut auffängt und dann diesen Behandlungsprozess fortsetzt. Ja, also muss man sagen, ganz klar, der Typ hat da echt Ahnung von. Ich finde alles, was er gesagt hat, da auch schlüssig und gut. Dem braucht man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Also gerade der Punkt auch mit den Versorgungsstrukturen, die nicht als Zwang oder die nicht wie ein Zwang wirken, das ist auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema, muss auch im Rahmen der Legalisierung dann aufgegriffen werden und wird hoffentlich auch aufgegriffen werden, dass man da halt nicht nur in so klinische Stellen kommt, sondern vielleicht auch niedrigschwellige Angebote hat, die einen eher abholen können. Ne? Wir holen die Leute da ab, wo sie stehen. Aber Versorgungsstrukturen entwickeln, sagt es doch schon, dass wir noch gar nicht so weit sind in der Gesellschaft, dass wir im nächsten Jahr, so zumindest der Kollege neben mir, ein Gesetz auf den Weg bringen, was dann von 0 auf 100 eine Umsetzung natürlich zur Folge haben kann. Aber da würde ich auch lass mich den Satz noch bitte. Ja. Ich bin der Meinung, dass Versorgungsstrukturen aus dem medizinischen Aspekt ganz, ganz wichtig sind und die dann auch möglicherweise die Legalisierung auf den Weg bringt, wo er hingehört und nicht ins Blaue rein sozusagen in Zug auf die Schiene zu setzen. Aber jetzt auch erstmal noch die Frage an Dirk, warum ist die Legalisierung denn jetzt überhaupt... Alter, heißt Dirk Moorherr? Moorherr? Der müsste ja allein schon wegen dem Namen gecancelt werden. Überhaupt doch sinnvoll, weil es stand ja nicht explizit im Wahlprogramm der SPD. Naja, es stand schon im Wahlprogramm der SPD, nur dass wir andere Schritte gehen wollten als das, was wir jetzt machen. Also in unserem Wahlprogramm stand ja drin, dass wir die Legalisierung wollen. Wir wollen aber über Modellprojekte zunächst mal sehen, welche Möglichkeiten sich ergeben und was wirklich der richtige Weg ist. Auch eine Evaluation möglicherweise, die sozusagen das Ganze begleitet. Aber das ist... Ja, aber braucht es noch Modellprojekte? Ich meine, wir haben ja überall schon genug Informationen darüber, dass es funktionieren kann. Meiner Meinung nach sind Modellprojekte, brauchst du nicht mehr durchführen. Was willst du für neue Erkenntnisse durch Modellprojekte gewinnen? Das ist eben, wie man so schön sagt, Schnee von gestern, weil im Koalitionsvertrag ist klar, wir wollen eine Legalisierung, wir wollen sie sofort angehen. Und um darauf direkt zu reagieren, wir wollen sie natürlich sofort angehen, unter Begleitung des Aufbaus der entsprechenden Strukturen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Die Legalisierung, selbst wenn das Gesetz nächstes Jahr kommt, wird ja nicht nächstes Jahr übers Knie gebrochen werden können. Da gibt es ja eine Reihe von Punkten, die eine Rolle spielen. Also von der Frage, wo bekommen wir eigentlich das Cannabis in der Menge dann her? Können wir es selbst anbauen? Wie können wir es gegebenenfalls importieren? Über die Frage, wie Geschäftsstrukturen funktionieren. Und in diesem Zusammenhang kann und muss dann auch die Versorgungsstruktur aufgebaut werden. Und ich verspreche mir ehrlich gesagt sogar von der Legalisierung, dass die gerade für den Aufbau der Versorgungsstrukturen nochmal einen richtigen Schub gibt, weil das deutlich macht, dass es eine nur mit dem anderen geht. Deswegen wollen wir ja auch zum Beispiel im Vorfeld die Präventionsmittel erhöhen und ähnliche Dinge machen. Also das ist einfach wichtig. Die aber jetzt gerade um
30% für Drogenmissbrauch gesenkt werden. Aber da arbeiten wir ja gerade dran. Das, also, was nicht passieren, also das ist das falscheste Signal, was man setzen kann, dass man auf der einen Seite Cannabis legalisiert. Das ist tatsächlich auch der einzige Punkt, wo ich sagen muss, gebe ich dem CDU-Mann recht, ist schwierig, zum einen eine Legalisierung zu machen, zum anderen zu sagen, wir kürzen Mittel für Prävention und Aufklärung um 30%. Komplett loster, falscher Ansatz. Da hat er einen Punkt, dem kann man ihn nicht abstreiten. Aber ich glaube, das ist auch der einzig wirkliche Punkt in der ganzen Talkshow, den der hier mal liefert. Will und gleichzeitig mit dem Start dieses Gesetzentwurfs senkt man die Präventionsmittel. Man muss ihn aber auch zugutehalten, die haben eine schwere Position. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie man so überzeugt davon sein kann, dass eine Legalisierung scheiße ist. Vielleicht, weil die CDU halt einfach Opposition ist. Aber gerade hier der Rüttel und auch der Herr von der Polizei, die haben schon einen schweren Job, weil die so die einzigen Kontrastimmen sind. Und das hat schon irgendwie im Laufe der Talkrunde, glaube ich, ein ziemlich erdrückendes Übergewicht produziert für die Pro-Argumente. Aber wir gucken mal weiter. Um 30%. Das darf nicht passieren. Völlig richtig. Schaffen wir denn die komplette Legalisierung überhaupt? Ja. Das ist eine Frage, wie lange die Ampel hält. Oh, und deshalb lange genug. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser Prozess gestartet wird, aber der Prozess so gestartet wird, weil er nicht in einer Legislaturperiode beendet werden kann, dass er so gestartet wird, dass man möglichst viele mitnimmt. Und auch die Bedenken, die also zum Beispiel auch in meiner Partei noch sehr stark da sind, dass man die über den Prozess, über sorgsames Vorgehen versucht zu reduzieren. Also ich glaube nicht, dass diese Koalition in dieser Legislaturperiode die Legalisierung abschließen kann, weil es ein komplexes Thema ist. Also ich komme gerade aus Kanada. Dort da läuft der Prozess ja seit Jahren, da ist man aber grundsätzlich immer noch unzufrieden damit, dass man den illegalen Markt nicht in den Griff bekommt und hat 14 Gesetze. Pollux leidet schon richtig, das war auch pure Comedy. Es hat mir auch echt leid getan. Ich konnte es auch hart nachfühlen, aber es hat einem echt leid getan, zwischenzeitlich zu sehen, wie hart es den Pollux zu schaffen gemacht hat, was er da entgegengefeuert bekommen hat. Gebraucht, um diese Legalisierung auf den Weg zu bringen. Wie das also in einer Legislaturperiode geschafft werden soll, ist für mich fraglich. Und deshalb sollten wir sehen, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, uns etwas Zeit nehmen, damit wir möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Wir haben erste Erkenntnisse gesammelt über Medizinalcannabis. Das ist jetzt 5 Jahre her. Ich habe vor 5 Jahren als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag Modellprojekte gefordert. Und halte das immer noch für den richtigen Weg, weil kein Land dieser Welt hat bis jetzt den idealen Weg gefunden. Ja, aber auch kein Land dieser Welt, das legalisiert hat, will wieder zurück. In jedem Land, wo Cannabis legalisiert ist, alle, das gibt war gut, es auch dass Probleme. Wir das gemacht haben. Und da denke ich, müssen wir sozusagen aus Fehlern der anderen lernen, um selber einen ordentlichen, guten Weg zu beschreiten. Wenn ich den Satz noch sagen darf, also die Erfahrung in Kanada und Kalifornien, wo wir mit dem Gesundheitsausschuss waren, dass also etwa 20-25% der Bevölkerung erklären, dass sie also regelmäßig Cannabisprodukte zu sich nehmen. Kann auch sein, einmal im Jahr, aber dann jedes Jahr. Und das heißt für mich, wenn in Deutschland sind es, glaube ich, im Moment so etwa 10%, die das erklären. Aber ja, 10%, die es zugeben. Ne? Also bei solchen Befragungen, immer wenn es auch um illegale Machenschaften, Substanzen etc. geht, da ist immer eine hohe Dunkelziffer. Ich glaube, unter den Rahmenbedingungen, die wir haben, werden es tatsächlich mehr sein. Und deshalb bin ich der Meinung, wenn das also sozusagen 20% etwa der Bevölkerung sind, dann muss man denen auch die Chance geben, an sauberes Cannabis zu kommen. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen diesen Prozess starten. Aber wir müssen den Prozess so starten, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen. Und
Oh, scheiße. Was ist jetzt hier los? Wenn ein Weg falsch eingeschlagen ist, dann bleibt der immer falsch. Man bekommt das nicht mehr zurückgedreht. Ja, würde jetzt gerne Aufnahmefehler, keine Ahnung. Einmal darauf reagieren. Also den falschesten Weg haben wir ja schon eingeschlagen, indem wir die Prohibition machen. Insofern können wir das ja schon nicht mehr machen, wenn wir das jetzt aufheben. Ich will deutlich sagen, wir müssen auch in dieser Legislatur das gesetzlich so auf den Weg bringen, dass es die Legalisierung gibt. Und zwar umfassend die Legalisierung gibt. Und ich glaube auch, das ist der einzige Weg, wie man es machen kann. Ich gebe ja völlig recht, dass wir diejenigen, die noch skeptisch sind, überzeugen müssen. Mhm. Und dass wir auch Wege finden müssen, wie wir möglichst viele mitnehmen. Alle mitnehmen, das weißt du auch, wird man bei Gesetzen nie, weil es gibt immer welche, die nicht mitgehen werden. Aber ich bin auch ganz sicher, wir müssen diesen Weg, den wir lange, viel zu lange vor uns hergezogen haben, jetzt endlich mal auch zu einem Punkt bringen, wo wir sagen, es gibt jetzt die Legalisierung und dass das ein Prozess ist, der wie in Kanada weiterentwickelt werden muss, weil natürlich sich auch Dinge verändern, also ganz abgesehen davon, dass sich auch bei Pflanze- und Anbau Dinge verändern etc. pp., das ist überhaupt keine Frage, aber es muss in dieser Legislatur der Punkt kommen, an dem klar ist, das ist jetzt die Legalisierung und die darf idealerweise auch nicht rückgängig zu machen sein. Ja. Maximilian, du hältst dich. Es fällt dir schwer, dich zurückzuhalten. Ja, was ist los? Ich hab so dabei so viel. Also 20 Minuten in der Art Talkshow direkt schon völlig psychisch am Ende. Dabei, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also das eine ist, okay, wir sagen 20%, bis zu 20% schätzt du das Cannabis konsumieren und wir wollen sicherstellen, dass die sauberes Cannabis kriegen. Was macht ihr dann gerade? Ihr blockiert genau das. Diese 20%, ihr seid eine Gefahr, ihr setzt jeden einzelnen diesen Menschen, bringt ihr in Lebensgefahr durch die Prohibition, die ihr aufrechterhalt. Und jetzt möchte ich im nächsten Satz zu sagen, ja, bei der Legalisierung müssen wir sicherstellen, dass die 20% gutes Cannabis kriegen. Ist das ein politischer, also ich verstehe nicht, ich muss noch lernen, mit Politikern zu sprechen, das merke ich gerade. Die Frage ist doch auch, okay, zum Beispiel in Kanada. Er ist, ohne Scheiß, ich fand es so nice, dass er da drin saß, weil er einfach so hart Klartext reden konnte. Ist einfach göttlich. Er hat die echt, auch gerade hier den CDU-Politiker und auch den Typen von der Polizei, den hat er einfach an die Wand argumentiert, kann man nicht anders sagen. Und das auch auf so eine schöne Art in Kombination mit Emotionalität, aber eben auch mit faktischem Hintergrundwissen, mit wirklich soliden Argumenten. Es war einfach ein Genuss, dem Max da zuzugucken. Wir haben gesagt, kann wir unterbrechen ich, kann uns ich, nicht eigentlich. Entschuldigung. Danke sehr. Weil ich habe eine Frage an dich. Du sagst die Bedenken. Welche Bedenken? Was sind deine Bedenken? Zum Beispiel, organisieren wir das mit der Abgabe? Wie hoch wird die Menge sein? Werden wir uns entscheiden, ob es eine Höchstmenge an THC gibt? Das sind alle. Ja, das sind aber alles auch keine Argumente gegen eine Legalisierung. Das sind keine Bedenken. Das sind Sachen, die müssen halt geklärt werden. Aber das ist ja nicht so, als ob das unmöglich ist. Das sind Diskussionen, die wir führen müssen. Und das, was wir in Kanada erlebt haben, dass also überall sind diese Shops ordentlich organisiert mit einer Vielzahl von Produkten bis hin zu Gummibärchen mit THC. Und ich kann jeden Tag in 20 Shops gehen, meine Mindestmenge oder Maximalmenge einkaufen. Was mache ich dann anschließend damit? Gebe ich das an junge Leute unter 18 weiter? Ist 18 Jahre die richtige Grenze oder ist 21 oder 25 Dirk, die richtige Grenze? Wie will die Regierung also das sind so viele Fragen, die wir noch klären müssen. Müssen wir um sozusagen die Weitergabe an junge Leute, an unter 18-Jährige zu verhindern, eine Registrierung hinbekommen? Aber die Frage können wir doch jetzt einmal weitergeben an die Person, die in der Regierung sitzt. Aber eigentlich die Frage gestellt, dann darf ich doch eigentlich kurz noch gegen antworten. Das ist nichts. Nichts. Ja, und das meine ich jetzt so ein bisschen, diese Dynamik, die sich dann im Laufe der Talkshow entwickelt hat. Es ist schon schwierig, wenn du nicht ein angeschlossenes Mikrofon hast, dir da halt einen Raum zu holen. Ne? Ihr habt es jetzt auch gesehen, die Anna hat sich da schon einen abgestrampelt mit dem Arm. Und ich habe mich auch zwischendurch schon x-mal gemeldet gehabt. Aber es ist schwierig, dann zu Wort zu kommen. Davon ist vergleichbar mit dem, was die Prohibition mit den Menschen gerade macht. Ja, es gehen jeden Tag Leute ins Gefängnis. Es verlieren Leute ihre Jobs, ihre Führerscheine, ihre Lebensgrundlage.
Die Polizei darf, manche Leute dürfen dort nie arbeiten, weil sie mal mit 5 Gramm erwischt worden sind. Die dürfen Ärzte, es wird super schwer. Weißt du, wie viele Leute nicht Medizin studieren, nur weil sie mal mit 10 Gramm erwischt worden sind, weil sie sagen, sie kriegen später keinen Job. All das sind doch, das, was du gerade gesagt hast, ist nichts im Vergleich zu dem Schaden, der gerade jeden Tag angerichtet wird. Aber der größte Schaden ist, wenn wir den falschen Weg einschlagen. Der ist doch eingeschlagen. Also, der ich sage es mal, ich bin ja bei dir, dass wir uns mit diesem Thema zielorientiert auseinandersetzen müssen. Aber so, dass wir nicht von... Also er hat einfach keine vernünftigen Argumente gegen das, was Max da sagt. Ne? Also merkt man hier auch ganz klar, der stammelt sich da in einen ab, der hält sich an solchen Details auf, die eigentlich nur Fragen sind, die man irgendwie klären muss. Aber ein wirklich valides Argument dagegen gibt es nicht. Und im Moment haben wir den schlechtesten Zustand. Die Prohibition ist gescheitert, das kann man überall nachlesen, statistisch sich angucken. 220.000 Verfahren wegen Cannabis gab es letztes Jahr alleine hier in Deutschland. Das sind über 500 pro Tag. Das ist massiv. Das sind, der Großteil von diesen Verfahren trifft einfach nur ganz normale Konsumentinnen und Konsumenten und eben nicht die Infrastruktur, die hinter dem Schwarzmarkt steht, auf die das angeblich abzielen soll. Aber das ist der komplett falsche Weg. Da gibt es nichts, was man dagegen sagen kann. Es nicht schnell machen, sondern mit Bedacht machen. Und da habe ich die Sorge, dass diese Koalition, weil sie ansonsten viele Dinge nicht auf die Reihe bekommt, bei Cannabis ist man ausnahmsweise im Moment einer Meinung, das jetzt also schnell auf den Weg bringen will und Dinge kaputt macht, die man gemeinsam, wenn man das also mit Bedacht angeht, ordentlich auf den Weg bringen soll. Aber dann fragen wir doch mal, Dirk, wie soll es denn umgesetzt werden? Was sind denn jetzt die Pläne? Was soll passieren? Also ich verzichte jetzt auch mal darauf zu reagieren. Wir haben halt jetzt ein bisschen Oppositionsrhetorik gehört. Aber ich sag mal deutlich, die Fragen sind... Uff, der hat gesessen. Ist ja nicht neu. Die Fragen haben wir schon ewig, an den Fragen arbeiten wir und natürlich werden in dem Gesetz die Fragen auch beantwortet, überhaupt keine Frage. Aber ich kann an der Stelle auch nicht mit jedem bis in jedes Detail das ausdifferenzieren, sondern ich muss dann irgendwann eine Entscheidung treffen und die treffe ich vielleicht zu einer THC-Grenze. Ich persönlich, mir geht es mehr um die Frage der Aufklärung als die Grenze, ehrlich gesagt. Das muss ich dann am Ende selbst wissen. Aber da gibt es Entscheidungen. Kurzer Einhaker hier, THC-Grenze schafft eigentlich nur wieder Grundlagen für Schwarzmarkt, weil dann hast du wieder ein Produkt, das ist nicht auf dem legalen Markt verfügbar. Wo willst du es dann herbekommen, wenn du es raus vom Schwarzmarkt. Also ja, guckt euch mein Video dazu an. Die werden getroffen, das kriegt man aber alles hin. Und das kriegt man doch problemlos. Also zumindest wir kriegen das problemlos in einem normalen Verfahren mit einem Gesetz, mit einer Gesetzgebung hin. Und wenn wir davon ausgehen, dass das bis zur Sommerpause abgeschlossen sein wird, dann reicht das völlig, damit auch ihr dazukommt und eure Ideen beisteuert. Aber wir müssen doch endlich aus der Nummer rauskommen, dass wir kontinuierlich und tagtäglich Menschen mit diesem gestreckten Zeugs für sich versorgen lassen, dass wir kontinuierlich Menschen kriminalisieren, Existenzen kaputt machen. Das können wir doch jetzt nicht noch weiter auf die lange Bank schieben. Klar müssen wir die Fragen sauber und vernünftig lösen. Deswegen sind wir auch in einen Prozess gegangen, der ja viele auch verärgert hat. Ich habe direkt, als wir gewählt wurden, als die Ampelkoalition gesagt hat, wir machen das, habe ich einen Tag später die Fragen gekriegt, warum jetzt nicht schon alles geklärt ist. Das, finde ich, geht tatsächlich nicht. Natürlich müssen Fragen geklärt sein. Es macht auch keinen Sinn, wenn wir sagen, wir wollen das gestreckte Zeug, müssen aber nicht wissen, wo wir das andere herkriegen sollen überhaupt und so weiter. Natürlich müssen Dinge geklärt, auch rechtlich. Aber das machen wir, die Fragen können beantwortet werden und wir werden dazu Lösungen finden. Und innerhalb der Ampelkoalition sind wir da auch schon relativ weit, kann ich sagen. Auch wenn ich noch nicht das Endergebnis sagen kann, weil wir müssen schon auf den Regierungsentwurf warten, den mache ich ja nicht. Und ja, ein Nachbarsland. Die holen sich dann einfach hier Holland, das Mikro. Wo das so ein bisschen funktioniert. Und sie sagen gerade, ja, wir haben es entkriminalisiert. Also, ja, aber das schlechteste Beispiel, was man nennen kann, sind die Niederlande. Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Warum? Aber erklärt mir das. Ja, ganz kurz, Niederlande ist, wissen mittlerweile, glaube ich, auch mehr, aber viele immer noch nicht. In Niederlanden ist Weed nicht legal. In Niederlanden ist entkriminalisiert worden und die Regierung guckt quasi dabei zu, wie der Schwarzmarkt eigentlich den Bedarf stellt für die Coffeeshops, weil eben die Versorgung nicht geklärt ist. Das ist eine ganz schlechte Lösung eigentlich. Also klar, für Konsumenten ist cool, aber du ermöglichst da einen massiven Schwarzmarkt. Das ist ein großes Problem in Holland oder in den Niederlanden und das sollte tatsächlich auch nicht das Ziel unserer Legalisierung sein.
sein. Bis hierhin gucken wir jetzt erstmal, das war der erste Teil, wir gucken uns den Rest noch an. Ich habe vor, das in drei Teile aufzuteilen, damit wir damit noch ein bisschen Spaß haben können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den nächsten Teil bekommt ihr in der nächsten Woche, also abonniert den Kanal, um es nicht zu verpassen. Guckt rein, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, ciao!